Gut. Ja, mir geht's auch gut. Wir hatten gestern eine super Party, haben heute lange geschlafen, sind heute mit einem Mietauto durch Los Angeles gecruised und haben uns dann ganz in Ruhe angezogen und sind eigentlich bisher noch sehr relaxed. Wunderbar, wunderbar. Zum ersten Mal in L.A.? Nein, ich war mehrmals hier und ich habe ja auch ein Stipendium an dieser Villa Aurora gehabt hier und habe da auch an Good by Leaning gearbeitet. Also ein Teil dieses Films ist auch hier in Los Angeles entstanden. Und du, zum ersten Mal in L.A.? Für mich zum ersten Mal. Wir machen ja auch eine riesen Tour noch und ganz viele Städte, die wir da fahren, habe ich noch nie gesehen. Wie gefällt es dir denn? Gut, ich meine, es ist aufregend, es ist wie so ein Rausch oder so ein Traum, es ist so ein bisschen unwirklich. Also wenn man auf so einer Party ist und plötzlich Clint Eastwood hinter einem steht, dann ist das natürlich schon ein irres Gefühl. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin ehrlich gesagt auch erstaunt, wie relaxed wir noch sind irgendwie. Mich überrascht das schon. Wahrscheinlich, weil es so unwirklich ist. Und wenn das einmal gesagt ist, dann ja. So ein bisschen so alles sehr neu und sehr plötzlich alles für dich, ne? Ja klar. Ich meine, es sind ja so ausgefallene Fragen, die man tausendmal beantworten muss, natürlich. Ich meine, das, was man im Hintergrund sieht, spricht ja für sich. Also. Weil gestern auf der Party, ich mache einen Schritt zurück, wem trete ich auf den Fuß? Sharon Stone. Ich drehe mich rum und kipp gleich dem Morgan Freeman ein bisschen Wodka übers Hemd und renne dann entschuldigend weiter und renne gleich in Clint Eastwood rein. Das ist doch super. Wenn die hier so ausschauen, dann sind es die auch hier in Los Angeles. Hättet ihr jemals gedacht mit Goodbye Lenin, dass ihr so einen super Erfolg hättet? Nee, also dass das so weit geht, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe sogar während des Drehs, weil wir hatten ja ziemliche Schwierigkeiten beim Drehen, also manchmal nur gedacht, hoffentlich kriegen wir den Film überhaupt irgendwie zu Ende gedreht und fertig und hoffentlich wird das überhaupt irgendein Film. Und während der ganzen Postproduktion habe ich eigentlich nur gedacht, hoffentlich merkt das Publikum nicht, dass der Film wirklich unter solchen schwierigen Bedingungen gedreht worden ist und hoffentlich geht die Leichtigkeit nicht weg. Und das ist ja anscheinend gelungen. Aber dass wir ja also erstmal so viele Zuschauer in Deutschland haben, was glaube ich das Wichtigste überhaupt ist und dann, dass der Film so in so viele Länder verkauft worden ist, was auch sehr wichtig ist, also mindestens das Zweitwichtigste, das hätte ich so nicht gedacht. Ich war schon optimistisch, dass er ein Publikum finden wird, auch außerhalb Deutschlands, aber nicht in diesem Maße. Und das ist natürlich hier das Sahnehäubchen. Nicht? Also. Und was sagst du zu deinem Erfolg? Ja, ich freue mich darüber. Solange es noch so ist, muss man sich über so einen Erfolg freuen und muss stolz und glücklich sein, weil das kann auch wieder vorbei sein, das wird auch irgendwann wieder vorbei sein. Man muss das halt mitnehmen und was daraus machen. Auch gut für den Körper. Also viel Glück und viel Erfolg. Uns hat mich wirklich gefreut, euch kennenzulernen. Alles, alles Gute. Tschüss.